Mein schlauer Petros, du würdest doch nicht mehr lange glauben, dass ich nur den Ehrgeiz habe, dein Werkzeug zu sein und dereinst Senator in Byzanz zu werden. Also, auch ich habe meinen Zweck, all eure dreieinige Schlauheit würde ihn nie entdecken, weil er zu nahe vor Augen liegt. Ich muss ihn euch selbst verraten. Der versteinerte Cethegus hat noch eine Liebe, sein Italien. Drum will er, wie ihr, die Goten forthaben aus diesem Land. Aber er will nicht, wie ihr, dass Kaiser Justinianus unbedingt an ihre Stelle tritt. Er will nicht die Traufe statt des Regens. Am liebsten möchte ich, der unverbesserliche Republikaner, du weißt, mein Petros, wir waren es damals beide mit 18 Jahren auf der Schule von Athen, und ich bin es noch, aber du brauchst es dem Kaiser, deinem Herrn, nicht zu melden, ich habe es ihm lange selbst geschrieben, die Barbaren hinauswerfen, ohne euch hereinzulassen. Das geht nun leider nicht an, wir können eurer Hilfe nicht entbehren, doch will ich diese auf das Unvermeidliche beschränken. Kein byzantinisches Heer darf diesen Boden betreten, als um ihn im letzten Augenblick der Not aus der Hand der Italiener zu empfangen. Italien sei mehr ein von den Italienern dargebrachtes Geschenk als eine Eroberung für Justinian. Die Segnungen der Feldherren und Steuerrechner, die Byzanz über die Länder bringt, die es befreit, sollen uns erspart bleiben. Wir wollen euren Schutz, nicht eure Tyrannei. Über Petros Züge zog ein feines Lächeln, das Cethegus nicht zu bemerken schien, er fuhr fort. »So vernehmt meine Bedingung. Ich weiß, Belisarius liegt mit Flotte und Heer nahe bei Sizilien. Er darf nicht landen. Er muss heimkehren. Ich kann keinen Belisar in Italien brauchen, wenigstens nicht eher, als ich ihn rufe.